Sie sind hier, 29. September 2018, 19.31 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten. Cristiano Ronaldo bereitet beim Sieg gegen Verfolger SSC Neapel alle drei Juve-Treffer vor, 2 von Mario Mandzukic. Die alte Dame bleibt damit ohne Punktverlust. Titelverteidiger Juventus Turin macht in der italienischen Meisterschaft Jagd auf den 5 Jahre alten Startrekord von AS Rom. Nach dem 7. Sieg im 7. Saisonspiel mit 3:1, 1:1 gegen Vize- und Verfolger SSC Neapel benötigt die alte Dame nur noch 3 weitere Erfolge zur Einstellung von Roms Bestmarke. Auch ohne Tore von Superstar Cristiano Ronaldo baute der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorläufig auf 6 Punkte aus. Allerdings bereitete der Portugiese sämtliche 3 Juve-Treffer vor. Anzeige, der ZN gratis testen und die Serie A live. Mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can in der Anfangsformation hatte Turin durch Neapels Führungstreffer durch Dries Mertens 10. zunächst einen Dämpfer zu verkraften. Anzeige, reduziert. Jetzt internationale Fußballtrikots sichern, hier geht's zum Shop, Mandzukic trifft doppelt, doch der frühere Bundesliga-Star Mario Mandzukic drehte die Begegnung bis kurz nach der Pause mit einem Doppelpack 26 und 49. Nachdem Napoli durch die gelb-rote Karte gegen Mario Ewi 58. in Unterzahl geraten war, sorgte Leonardo Bonucci 14 Minuten vor dem Abpfiff für die Entscheidung zugunsten der Platzherren. Sami Khedira gehörte wegen seiner Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Match beim FC Valencia 2:0 erneut nicht zum Turiner Kader. Ob der frühere Stuttgarter gegen Bern wieder auflaufen könnte, ist nicht bekannt. Von Sportinformationsdienst.